Mann. Wir möchten heute einen sehr lustigen Film vorstellen. Und es geht Superhelden. So, ここでみんな一緒にテレビで流れたゼブラマンの予告編を見てみよう。西暦2010年、東京砂漠のど真ん中に突如現れた縞模様のヒーロー、ゼブラマン。白と黒のエクスタシー、ゼブラマン。Aber der Held, also Hero, ist eigentlich so Verlierer in einer japanischen Gesellschaft. Der ist tätig als Lehrer in einer Grundschule, aber der hat ziemlich Probleme mit seiner Familie. Seine Tochter, die geht auf Strich. Ne, ne, これ脱いでもいい?ねえ、もう一回ね、もう一回、はいはいはいはいはいはいはい。 Und der Sohn ist sozusagen in der Schule diskriminiert. おめえの父さんくれんだよバーカ。 Und der Film ist übrigens in Yokohama gedreht und Yokohama ist fast meine Heimatstadt. Oi! Oh, 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 oh. In der Schulzeit wurde ich auch ab und zu diskriminiert, obwohl mein Vater nicht Lehrer war, aber der Sohn hat sozusagen verdient, weil sein Vater einfach so ein scheißer Lehrer ist. What? Ah! So, お金持ってる構えたち。いや、あれ。それはいいことだけど。ちょっと待って、ほらガキ。ほら。やめろってお金の売れが。Übrigens, dieser Film ist wieder mal von Kunstwerk von Miike Takashi oder Takashi Miike. Ja, der Film ist echt sehenswert und echt so lustig. Ja! Das ist echt so ein geiles so Gesellschaftsporträt und ihr solltet mal den Film einmal sehen. Der Film ist einfach echt so sensationell lustig und man kann von vorne bis da bis zum Ende einfach so lachen. Oh!
euch den Film Zebra-Man an. 白黒つけたぜ。